Yo, Freunde, was geht ab? Hier ist euer Johnny Hunt. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es besondere Feuerzeuge, Teil 2. Ich weiß gar nicht, wie viel ich noch übrig habe. Ich glaube, es sind 18 Stück oder 17 Stück. Auf jeden Fall waren die von der Kofferauktion. Ich werde die euch gleich vorstellen. Falls ihr noch einen Teil sehen wollt, lasst einen Daumen hoch da. Und im nächsten Teil werde ich dann außergewöhnliche Feuerzeuge im Internet bestellen. Ich habe da schon ein paar Sachen gesehen, die echt ziemlich außergewöhnlich sind, ziemlich interessant. Falls ihr Lust darauf habt, Freunde, lasst einen Daumen hoch da. Und ansonsten, bevor es gleich losgeht, gehen heute wieder liebe Grüße raus. Und zwar an Nick Spichter, Gamerhaus, Cookie100X und Vape Secure. Falls ihr auch gegrüßt werden wollt, dann lasst einfach einen Kommentar. Vielleicht seid ihr beim nächsten Mal mit dabei. Und ansonsten würde ich mal sagen, legen wir los mit dem ersten Feuerzeug. Und das hier ist so ein Teil. Sieht, wie ich finde, ziemlich cool aus. Corrida steht da drauf und Stier ist da drauf. Vielleicht ist das irgendwas Spanisches oder so. Hat hier so eine Carbon-Optik. Ansonsten hier noch so ein paar Löcher drin. Sieht, finde ich, aus wie so ein Ofen oder irgendwie sowas. Oder wie so ein Kaminrohr, Schornsteinrohr, Auspuff. Irgendwie sowas in der Art. Und hier drei Flammen hat das Ding auch. Und das Ding hat auch ordentlich Power. Da kommt eine richtig starke Flamme raus. Eignet sich echt sehr, sehr gut, um seine Silvesterknaller anzuzünden. Also sowas gefällt mir wirklich sehr gut. Bei Wind und Wetter bestes Feuerzeug. So, das nächste ist hier so ein Sturmfeuerzeug. Oh, da sieht man mich. Peace. Auf jeden Fall steht hier drauf KM. Zum Glück nicht KMN. Ja, ansonsten von der Optik her gefällt mir das auch sehr gut. Hier dieser Rainbow-Effekt, Rainbow-Look oder wie man das auch mal nennt. Hier auch ein sehr schönes Sturmfeuerzeug. Was ich hier krass finde, ist, man sieht die Flamme einfach so null. Man sieht das nur so ein bisschen da leuchten. Aber ansonsten sieht man einfach gar keine Flamme. Aber das Ding ist heiß. Ich kann euch das mal hier kurz zeigen. Oh ja, es brennt. Machen wir es mal schnell aus. Ja, finde ich auf jeden Fall sehr krass. Man könnte hier die Flamme auch natürlich noch ein bisschen größer machen. Aber ich finde, das reicht hier vollkommen aus, um zum Beispiel seine Böller anzuzünden oder eine Kerze oder sowas anzuzünden. Finde ich auf jeden Fall vom Design her auch echt nice. Machen wir weiter. Das nächste Feuerzeug ist hier so ein Teil. Und ja, da steht irgendeine University drauf, 1911 oder so. Was hier dran besonders ist, dass man es nicht hier oben anmacht oder so, sondern hier an der Seite. Habe ich so zuvor, glaube ich, noch nie gesehen. Und wenn wir es anmachen, die Flamme hört sich an wie so ein richtiger Brenner. Die hat auf jeden Fall Power. Richtig gute Flamme. Und vom Anmachen her ist das hier echt sehr bequem. Finde ich sogar besser als da oben irgendwie. Kann man auch in der Hand anmachen. Kann man hier mit links anmachen. Alles gar kein Problem. Also hier diese Drucktaste gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Als nächstes habe ich hier ein richtig altes, verranztes Feuerzeug. Ich weiß immer noch nicht, für was die Dinger sind. Also jemand hat mir mal in die Kommentare geschrieben, irgendwie für Zigarren, irgendwie irgendwas. Ich habe es aber nicht so ganz verstanden. Ansonsten, ich habe noch vergessen zu erwähnen, die Feuerzeuge sind halt von der Kofferauktion. Viele davon sind gebraucht oder eher gesagt alle. Und das sind halt Feuerzeuge, die irgendjemand am Flughafen vergessen, verloren hat, wie auch immer. Und das hier hat eben echt schon sehr starke Gebrauchsspuren. Aber es funktioniert noch. Auch ein sehr schönes Sturmfeuerzeug. Hat eine gute Flamme und ja, echt keine Ahnung, immer noch nicht, wofür das da ist. Falls ihr es wisst, schreibt es mir mal in die Kommentare. Als nächstes habe ich hier so etwas und das Besondere an diesem Feuerzeug ist, dass, was war nochmal das Besondere daran? Ach so, jetzt fällt es mir wieder ein. Man kann hier diese Tasten drücken, ne? Und dann kann man zum Beispiel hier an der Seite anmachen, hat man hier diese Flamme und auf der anderen Seite hat man hier eine normale Flamme. Finde ich echt mega cool. Sowas habe ich auch noch nie gesehen. Also ich finde, das ist wirklich ein sehr besonderes Feuerzeug. Also einmal die Sturmfeuerzeugflamme, dann drückt man den Knopf, geswitcht zu der anderen Flamme, ganz normale Flamme. Finde ich auch wirklich sehr, sehr interessant. Double Click to Mix. Habe ich vorher auch so in der Art noch nie gesehen. Das nächste ist ein stinknormales Feuerzeug, was wirklich sehr stabil ist. Die waren, glaube ich, in der Art im letzten Video auch mit dabei, bloß in anderen Farben. Also das Ding ist halt echt sehr massiv, sehr stabil. Wenn das mal auf den Boden fällt oder so, gar kein Problem. Und die Flamme hier, richtig heftige Flamme. Ja, weiter geht's direkt mit diesem Feuerzeug hier. Das hat mir nicht so sehr gefallen, aber wenn man eine Frau ist oder so, ist halt ein Frauenfeuerzeug, wegen der Farbe. Deswegen fand ich das gar nicht so schlecht. Also ich denke mal, das hat irgendeine Dame am Flughafen verloren. Ja, was hier ziemlich schade ist, ne?
Es ist leer, aber kein Problem, kann man hier unten auffüllen. Aber ich habe leider kein Gas mehr zu Hause da gehabt. So, machen wir direkt weiter mit dem nächsten rosanen Feuerzeug. Das hier ist auch genauso wie das eine aus dem ersten Teil. Hier auch mit dieser Pflanze da drauf. Und ansonsten... Oh, es ist auch leer. Oh, ein bisschen brennt es noch. Aber da ist nicht mehr viel Zeug drin. Oder doch, ist eigentlich hier voll. Okay, da müsste man halt die Flamme mal stärker machen. Flamme wird grün, erkennt man jetzt hier nicht ganz so gut. Und ansonsten leuchtet das hier auch, wenn man es aufmacht. Da kann man echt ganz gut erkennen, dass da auf jeden Fall noch Stoff drin ist. Nicht schlecht, finde ich echt ziemlich cool. Als nächstes haben wir hier dieses Feuerzeug und da ist einfach so eine Armbanduhr drauf. Habe ich in der Form auch noch nie gesehen. Finde ich echt auch ziemlich cool. Was ich halt schade finde, ist, dass das Ding nicht mehr tickt. Da müsste auf jeden Fall die Batterie gewechselt werden. Ich glaube, man kann das hier sogar abschrauben, weil diese Schraube, die dient locker, damit diese Uhr hier da dran hält. Ja, ansonsten, das Teil funkt auch so ein bisschen, wenn man das anmacht. Nicht schlecht, ordentliche Flamme. Ordentliche Flamme und eine Uhr hat man da dran. Finde ich auch ziemlich praktisch. Ich habe noch nie ein Feuerzeug mit einer Uhr gesehen, aber definitiv praktisch. Muss man nicht immer sein Handy rausholen. Wisst ihr, wie ich meine? So, als nächstes haben wir hier wieder so ein dickes Teil mit ordentlichen Gebrauchsspuren. Aber diese Dinger feiere ich wirklich. Und das Teil hat sogar 4 Flammen. Also wenn das kein stabiles Feuerzeug ist, dann weiß ich sonst nicht, was ein stabiles Feuerzeug ist. Und die können auch oft runterfallen. So ein Teil kostet bei Amazon neu 20 bis 30 Euro. Damit könnt ihr auf jeden Fall auch richtig gut eure Böller anzünden. Die Dinger sind stabil, die Flammen sind richtig ordentlich. Bei jedem Wetter läuft das Ding ohne Probleme, selbst bei dem stärksten Wind. Die Dinger sind echt mega heftig, mega geil. Kann ich euch zu Silvester wirklich nur empfehlen. So, was haben wir hier noch so auf Lager? Oh, hier haben wir noch ein Tigerfeuerzeug. Im letzten Teil gab es ja auch ein Tigerfeuerzeug. Oder war es ein Wolf? Ich glaube, es war ein Wolffeuerzeug. Ich bin mir nicht mehr sicher. Auf jeden Fall ist da so ein Tiger abgebildet. Was ich hier an diesem Feuerzeug cool finde, ist, also man kann das hier mal anmachen. Ah, es geht nicht so gut an. Oh, jetzt hatte ich es an. Also es ist echt nicht mehr so aktiv. Jetzt ist es an. Was ich halt cool finde, man kann hier unten an dem Rädchen drehen. Hier unten an diesem Rädchen, da braucht man keinen Schraubenzieher oder so, man kann einfach so dran drehen und dann kann man das Gas regulieren und je nachdem kann man es stärker, schwächer stellen, wie man will. Finde ich ziemlich cool, dass das so einfach geht. Ja, aber... Oh, jetzt geht es sogar ohne Probleme an. Okay, es hat so ein paar Macken, es funktioniert nicht mehr ganz so gut, aber wie ich schon vorhin gesagt habe, sind halt auch gebrauchte Feuerzeuge, ne? Hier haben wir dann nochmal so ein Feuerzeug, das ist das gleiche wie das hier, bloß in einer anderen Farbe. Und diese Dinger, die ballern echt richtig gut. Bam, bam, bam! Die gehen richtig ab. Die Flamme ist ordentlich stark. Da mache ich mir keine Gedanken, dass das irgendwie nicht funktionieren könnte. Hier haben wir ein Feuerzeug für Bulldog und hier ist nochmal so ein Hund drauf. Das brennt wirklich nur sehr, sehr schwach. Ich glaube, da ist nicht mehr viel Gas drin. Fühlt sich auch wirklich sehr, sehr leicht an. Deswegen, ja, müsste mal aufgefüllt werden. Übrigens habe ich für 60 Feuerzeuge 60 Euro auf der Kofferauktion gezahlt. Also ungefähr 1 Euro pro Feuerzeug. Fand ich ziemlich in Ordnung. Das hier ist das nächste Feuerzeug. Und das gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Einmal, weil es halt hier dieses Rainbow-Design hat. Dann hier noch so ein bisschen Gold. Passt wirklich sehr, sehr gut. Ansonsten ist es ziemlich klein. Sehr handlich. Kann man überall verstauen und so. Flamme. Hey, ich wollte gerade sagen, Flamme ist auch ordentlich. Aber das Teil ist auch leider leer. Echt schade. Aber ansonsten hat es halt eine ganz normale Sturmfeuerzeugflamme. Ja, und hier. Okay, ich glaube, wenn man das richtig oft hier anmachen würde, irgendwann würde man sich den Daumen wund reiben, weil es hier so ein paar Rillen hat. Aber ansonsten ist echt ein ziemlich nices Feuerzeug, wenn es voll wäre. So, was haben wir hier noch? Das Ding hat auch schon sehr starke Gebrauchsspuren. Ist aber noch voll, wie man sehen kann. Aber der Deckel geht hier leider kaum noch zu. Hält auch nicht mehr so gut. Ansonsten hat das Ding hier auch 4 Flammen. Richtig nice. Feuert ordentlich. Richtig gutes Böllerfeuerzeug. Oder Silvesterfeuerzeug. Gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Und der Deckel hier ist auch ziemlich praktisch, wenn er noch funktionieren würde. Weil dann, wenn es regnet oder so, man benutzt das Feuerzeug gerade nicht, kommt ja auch da nichts rein, ne? Also schon praktisch. So, das vorletzte Feuerzeug für heute. Finde ich auch ziemlich nice, weil man kann es hier sich irgendwo dranhängen.
an Schlüsselbund oder so, hat hier so eine Art Karabinerhaken. Finde ich ziemlich geil. Ansonsten macht man hier den Deckel auf. Und das Ding, zwei Flammen, feuert auch ordentlich und liegt auch gut in der Hand. Hier perfekt diese Ablage für den Finger. Richtig nice. Ist auch ein sehr gutes Feuerzeug. Gefällt mir auf jeden Fall, gefällt mir. Hier kann man das noch aufmachen und hier haben wir wieder dieses Teil. Ich habe keine Ahnung, wofür das ist. Echt absolut keine Ahnung. Aber vielleicht kann es mir dieses Mal irgendjemand sagen. So, das letzte Feuerzeug, finde ich, ist auch was ganz Besonderes von Davidoff. Und zwar ist es was Besonderes, weil es angeht, indem man hier runterschiebt. Aber hier auch leider der Fall, dass es leer ist. Sind halt alles gebrauchte Feuerzeuge. Aber vom Design her finde ich das irgendwie ziemlich edel. Einfach weiß, schlicht gehalten. Sieht da irgendwie aus wie so eine Zigarettenschachtel. Ja, aber leider leer. Aber dieser Mechanismus hier gefällt mir auf jeden Fall sehr. Gut, Freunde, ich weiß gar nicht, wie viele Feuerzeuge das waren. Vielleicht hat einer von euch mitgezählt, aber ich werde es gleich nochmal in den Titel schreiben. Also ihr werdet es am Titel erkennen, wie viele Feuerzeuge das waren. Ich hoffe, ihr fandet das Video interessant. Am meisten hat mir von den Feuerzeugen dieses hier gefallen, weil es eben so ein cooles Design hat. Und ansonsten die Flamme sieht wirklich hier sehr, sehr hell aus. Mich würde natürlich auch interessieren, welches euch am besten gefallen hat. Und ansonsten, Freunde, falls ihr noch einen Teil sehen wollt, lasst einen Daumen hoch da. Dann werde ich nochmal heftige Feuerzeuge bei Amazon bestellen. Und ansonsten würde ich mal sagen, hier könnt ihr euch noch weitere Videos anschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich hab euch lieb, euer Johnny Hunt. Peace.